Jo Leute, und damit doch erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Total War Rome 2 Wrath of Sparta. Ja, wir sind immer noch im Krieg mit Athen. Hier unten haben wir bald alle Kampagnenziele erfüllt. Aber ich will vorher auf jeden Fall Korinth noch platt machen. Und mir ist aufgefallen, ich habe ja letzte Folge erwähnt, wir hätten Athen beinahe besiegt. Guck mal, was die hier oben auch haben. Also Athen hat noch reichlich an Gebieten. Aber ich glaube, wir werden nur so weit spielen, bis wir die Kampagnenziele erfüllt haben. Heißt, sobald wir Athen aus Griechenland vertrieben haben, ist mir das eigentlich genug. Denn ich will jetzt mich nicht ewig an einer Kampagne aufhängen. Eventuell spiele ich nochmal eine andere oder aus einem anderen Total War Teil. Denn, ja. Das wird mir sonst, glaube ich, ein bisschen zu langatmig. Ich wollte das hier eigentlich als kurzes, knackiges Total War Let's Play machen. Von daher werden wir mal schauen. Aber gut, konzentrieren wir uns erstmal darauf, hier die Siedlung wieder einzunehmen. Die Rebellen sind hier auf jeden Fall am Start. Die könnte ich gleich mal wegmachen. Mit den Makedonen haben wir ja jetzt Frieden, von daher fahre ich einfach mal direkt hier rüber. Dürfte ja eigentlich ausreichen. Ja, locker. Gar kein Problem. Okay, die Provinz haben wir wieder vollständig. Öffentliche Ordnung geht gerade ein bisschen runter, aber das ist normal. Sollte sich bald wieder einpendeln. So, hier haben wir noch eine Athenerflotte. Die könnte mir hier natürlich Probleme bereiten. Eigentlich bräuchte ich meine andere Flotte jetzt auch. Ihr seid hier ja noch am Ausbilden. Da können wir nächste Runde auf jeden Fall Melos zurückerobern. Ansonsten können wir hier erstmal nicht viel machen. Wie sieht es denn hier drüben bei den Korinthern aus? Wir hungern nach einer Schlacht. Es ist halt jetzt auch wieder Winter, eigentlich richtig ungünstig. Aber die Armee kann sich schon mal vorbereiten, nach da oben zu marschieren. Die Korinther haben hier nur noch die beiden Gebiete, ne? Das sieht erstmal ganz gut aus, okay. Ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfen würde. Nee, ich würde euch schon ganz gerne weghaben. Ihr erklärt mir sowieso früher oder später wieder den Krieg. Auf kurz oder lang macht es also keinen Unterschied. Schon wieder eine Rebellion? Ernsthaft? Was ist denn das hier? Ich brauche die Armee aber hier in der Küstenregion leider. Okay, hier kommen die Korinther mit einer kleinen Armee. Sollte aber ausreichen hier mit der Truppe. Okay, ihr seid auch noch am Rekrutieren. Nächste Runde seid ihr fertig. Haben wir sonst noch irgendwo Armeen? Hier steht noch einer rum. Was fange ich mit dir an? Bleiben eigentlich auch nur noch die Korinther, ne? Im Prinzip. Es sei denn, die Makedonen erklären uns nochmal den Krieg. Ansonsten kann ich mit den Truppen gerade eigentlich relativ wenig anfangen. Es dreht sich wirklich gerade alles um den Seekrieg hier. Ja, sehr schön, nochmal Level Up. Was haben wir da? Oh, machen wir Nahkampf für alle Einheiten. Okay, das sollte ich eigentlich auch mit einer Flotte hinkriegen. Die müssen halt weg. Aber die werden halt immer fliehen. Die haben irgendwie immer mehr Reichweite als ich. Ich könnte mit nächster Runde probieren, mit der Flotte hier irgendwie entgegenzukommen. Ich glaube, das könnte funktionieren.
Jetzt kommt hier aus dem Norden noch eine Flotte. Nur aus einer starken Position heraus. Das gefällt weder Göttern. Ihr wollt jetzt nur Frieden, weil ihr in die Ecke gedrängt seid. Hört auf. Elendsviertel? Ja, muss ich dran denken, das auszubauen, ne? Ich vergesse das irgendwie immer. Richtig lästig. Bereit zum Kampf. Sie sollen vor uns niederkauern wie ein. Kriegen wir Verschleiß? Nee. Tatsächlich nicht. Okay. Ich glaube, ich gehe mit der Armee doch mal nach Norden und helfe da ein bisschen. Geht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen schneller. Na, kommen wir hinterher? Oh, tatsächlich. Okay, eine Flotte weniger. Drei Runden. Wir haben gerade wieder ordentlich Minus. Das ist eigentlich nicht so nice. Aber liegt auch wieder im Winter. Wir hungern nach einer Schlacht. Ach, die Rebellen. Die haben ganz schön viele Obliten. Vielleicht kriege ich das hin. Wir gucken mal. Das Problem ist halt wieder, wir haben die Flotte. Die muss halt wieder erstmal anlanden. Das ist immer richtig nervig. Aber hier dürften die eigentlich alle ranpassen. Ja, okay, die können alle zeitgleich. Das ist schon mal etwas. Geschosse warten auf Ziel. General! Schnelles Marschieren! Spartaner! Wir erwarten eure Befehle! Spartaner! Speerträger! Bogenschützen! Sparta! General! Schnell! Ja, warte mal, ihr seid ja... Richtig, ihr seid ja gar keine Hopliten. Unser General wird angegriffen! Okay, das dürft ihr eigentlich nicht überleben. Ja, ja, sehr gut. Okay, die haben wir. Feuer!
Na, kommt schön in die Oblitenwand. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Nicht da reinrennen. Seid ihr dumm? Die auserwählten Obliten, die könnten übel werden. Bogen schütten! Feuert auf den Feind, wie ihr befehlt! Bereit zum Einsatz! Obliten, bereit! Zerstückeln sie! Befehl, bereit zum Einsatz! General! Schnelles Marschieren! Eure Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! Speerträger! Schießt! Kommandant! Schnell! General! Zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! Jugendliche! Ah, die sollten wir gleich haben. Sehr gut. Ich darf einfach nur die Moral nicht brechen, dann haben wir das. Gesamte Munition verbraucht. Aber nicht die Bogenschützen, oder? Feuert auf den Feind! Mir nah! Lauft, lauft, lauft! Zu Befehl! Schnelles Marschieren! Der Schussinfanterie bereit! Bereit zum Einsatz! Ihr habt keine Muni mehr, okay? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist gut, dann können wir die jetzt weglocken und die können schön von hinten raufschießen. Schüsse warten auf euren Diensten, Wehrträger! Banker, wie ihr befehlt! Jugendliche! Bogenschützen, schnell vorrücken! Geschosse bereit zum Einsatz! Angreifen! Zu Befehl! Zu Befehl! Die Männer wanken! Nein, 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 nein! Bogenschützen, jetzt! Los, ballert rein da! Tut endlich was, schießt! Speerträger! Durchbrecht die Linien, Bogenschützen! Piloten, ja, schnell vorrücken! Na? Geschosse bereit zum Einsatz! Bogenschützen! Feuer! Speerträger! Sieht gut aus, sieht gut aus! Bastarde! Geschossinfanterie bereit! Geschosse bereit zum Einsatz! Geschossinfanterie zum Feuerträger! Ihren Milizen müssen halt jetzt mal brechen. Uns
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber die treffen eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir ein bisschen Friendly Fire gerade gehabt. Ja. Ja, sehr gut. Raus, 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 raus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schade, lief gerade so gut. Schnell vorrücken! Marsch! Verfeuert auf den Feind! Schnell! Ja! Schießt, schießt, schießt! Los! Okay. Ist nur noch die eine Einheit. Mehr Infanterie bereit! Bogenschützen doppelte Geschwindigkeit! Feuer! Sich zu unseren Gunsten. Kann er eigentlich jetzt laufen lassen? Ah, nicht der General. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. Bereit zum Einsatz. Gleich keine Pfeile mehr. Pfeile. Kommt jetzt. Nicht nachlassen. Heerkämpfer bereit. Geschosse warten auf Ziele. Bogenschützen. Zu Befehl. Raus, raus, raus. Okay, die haben auch gleich keine Muni mehr. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Komm schon, wenn die das jetzt noch gewinnen. Geschosse bereit zum Einsatz. Eure Befehle, Kommandant, mehr Infanterie bereit! Zu Befehl! Zurück! Zurück! Rückzug! Geschosse warten auf Ziele! Die wollen aber auch nicht fallen, ne? Kommt nicht brechen jetzt. Unsere Männer fliehen. Okay, das war der General. Das ist ein jetzt wird's wieder wegen Moral einfach ein Verlust. Ja. Jetzt bricht's überall wieder zusammen. Ey, das ist so dumm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der Feind.
feindliche General ist tot. Ja. Na, wird's noch was? Kommt schon, stecht sie nieder! Ihr könnt es schaffen! Mut, Männer! Okay, wir haben's geschafft, lol. Ich hätte echt nicht mehr mitgerechnet. Da muss auf jeden Fall die Garnison ausgebaut werden. Wo war das? Wenn es nicht immer den Standort wechseln würde am Anfang der Runde, ne? Hier. Ja, da ist auch nichts weiter, was wir bauen können, leider. Höchstens den Hafen. Oder ich hole hier einfach noch eine Armee. Kommen auch wieder Athena. Kann ich leider auch gerade nicht wirklich viel machen. Ich erwarte eure Befehle. Euch könnte ich nochmal nach hier oben. Ach nee, warte, ihr seid eine... Warte. Warum seid ihr denn eine Flotte? Wollt das sagen, ihr seid doch eine Armee. Ich könnte mit denen natürlich auch die Athena hier umstellen. Ich glaube, das mache ich. Kriegen wir vielleicht nochmal eine schöne Feldschlacht. Okay, die haben das hier oben eingenommen. Im Namen von Hermes seid gegrüßt. Sprecht, aber täuscht nicht mit verstrickter Rhetorik, falscher Lob. Ja, die werden eh nicht annehmen. Ich meine, ich könnte die auch noch weghauen, so ist nicht. Die haben jetzt auch nicht sonderlich viel. Vielleicht mache ich das einfach noch nebenbei. Dieser Krieg hat eurem Volk geschadet. Dies ist die Chance, den Streit zu begraben. Athen will Frieden? Kann ich Gebiete fordern? Geht das? Hm. Ich hatte gehofft. Nee. Früher konnte man ja irgendwie noch Gebiete austauschen für Frieden, aber irgendwie geht das hier nicht. Na, ich glaube, das könnte eng werden. Ich glaube, das lasse ich mal auswürfeln.
Das frisst, glaube ich, zu viel Zeit und bringt wenig Ergebnisse. Götter zeigen ihren Unmut über unseren Bund. Sie ließen sich mit Gold besetzen. Ach, natürlich, die kommen wieder. Wo haben die auf einmal wieder die Truppen her? Ich meine, wir haben jetzt auch noch eine Einheit königliche Spartiaten dabei. Aber die sind alle so angelowt. Na komm, wir probieren es mal. Jetzt ist man hier noch in der Defensive. Dass die Gegner wieder rankommen. Das sind echt nur noch wenig Bogenschützen, ne? Sparta! Eure Befehle? Schnell! Kommandant! Verstanden! Zerstückelt sie! Oh, der Ansturm war übel. Befehle? Schnelles Marschieren! Geschossinfanterie bereit! Okay, die Pferde sind weg. Königliche Spartaner! Befehle! Du Befehl! Kommandant. Zielen! Bereit zum Einsatz! Schwerträger! Königliche Spartaner! Spartaner! Unser General wird angegriffen. Ich sehe schwarz. Die haben zu viele Hopliten. Die werden einfach wegen der Überzahl gewinnen. Selbst wenn ich die Königlichen habe, die können halt nicht alles tanken. Zu euren Diensten. Geschosse bereit zum Einsatz. Wir erwarten eure Befehle. Kommandant. Bogenschützen. Feuer. Ich bräuchte mehr Bogenschützen. Viel mehr Bogenschützen. Dann könnte ich die richtig schön mit Feuerpfeilen bestücken, aber so. Wenigstens kriege ich die Fernkämpfer weg. Ah ja, bei der Reihe müsst ihr ein bisschen mehr Druck machen.
Sehr gut. Ja, Kommandant. Doppelte Geschwindigkeit. Zerstückeln Sie. Was da? Bogenschützen, Kommandant. Schielen! Okay, so könnte es was werden. So, jetzt müsstet ihr sie eigentlich gut treffen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Verstanden! Geschosse, Wagner, Bogen! Schützen! Schieß! Ja, bei denen brechen sie gut. Eine unserer Einheiten. Warum rennt ihr da jetzt mit rein? Zurück. Bogenschützen! Okay, jetzt macht ihr ein bisschen Friendly Fire. Das ist jetzt nicht so geil. Nee. Königliche Spartaner! Jugendliche! Seht euch zurück! Ah, okay. Kannst nichts machen. Ich erwarte eure Befehle! Zielen! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit zum Einsatz! Schnell vorrücken! Bogenschützen! Feuert auf den Feind! General! Greift ihre Positionen an! Ich erwarte eure Befehle! Hey, komm, die müssen doch jetzt mal. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Geschosse bereit zum Einsatz. Ey, komm, die kriegen volle Kanne in den Rücken, also... Jetzt brecht endlich! Okay, eine Einheit flieht. Sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Ja, wir haben's. Gucken, ob wir noch ein paar ausgelöscht kriegen. Der feindliche General ist. Oh, sehr gut. Ich würde hier gerne noch so viele kriegen wie möglich. Ich glaube, wir kriegen die sogar noch komplett, oder? Okay, jetzt teilen sie sich auf.
Holen wir die noch ein? Ja, unsere Einheiten sind schneller, ne? Ja. Tatsache. Hey, da rennt noch einer. Hey, wo rennt ihr hin? Okay, sie verfolgen ihn leider nicht vernünftig. Na gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da noch einen General zu rekrutieren. Ihr kriegt gleich nochmal Nahkampfabwehr. Okay, mit Athen sind wir irgendwie immer noch nicht sonderlich weit gekommen. Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge. Wir sind schon wieder bei 36 Minuten. Holy shit. Zeit rennt. Also gut. Ich bedanke mich fürs Erste, fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal müssen wir jetzt aber wirklich mal hier Schluss mit den Athenern machen. Ey, das ist übel. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und bye bye.